Willkommen zurück zu Bayonetta 3. Beim letzten Mal haben wir hier irgend so eine Insel erreicht, wo wir jede Menge Zeug machen können und sammeln können und. Und hab mich davon natürlich ein bisschen ablenken lassen. Und jetzt versuchen wir hier irgendwo weiterzugehen. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier alles bringt, aber ich krieg wohl dadurch irgendwie von diesen Symbolen ganz rechts oben. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, ich nehme das mal so hin. Genau wie ihn hier. Kein Haus zerstören, um den Keks freuen. Und alles zu betreiben. Incredible. It feels like being bathed in moonlight. A fountain of magic energy. Okay. I'm starting to like it here. Ich habe unendliche Magie für unseren Super-Tupper-Drachen. Jo. Nein, das ist die falsche Richtung. Wo haust du denn hin? Mal ganz ehrlich, wo hat er hingehauen? Okay. Yeah. Out of Energy. Ja, wenn schon. Irgendwie, vielleicht. So, der ist weg. Nur so ein kleiner hier. Ganz langsam drauf zuballern. Okay. Das ging jetzt schnell. Das war ein schneller Vers 3. Okay. Okay. Ich nehme das mal so hin. Okay. Und dann mal gucken. Alles meins. Und was nicht meins ist, wird noch meins vielleicht. Weiß es nicht. So, offensichtlich sollen wir da zu dieser Tür irgendwie hin. Weil ich will hier vorne nochmal gucken. Nur mal kurz Luki-Luki machen. Ob wir hier irgendwie noch was anderes erreichen können, finden können. Ich weiß auch nicht. Ah, nee, es sieht alles sehr nach Tod aus. Lassen wir mal ausnahmsweise. So. Dann gehen wir mal. What's this weird ass wall? Just needs the right touch. Any true Umber Witch knows that. Alter. Alter. Trifft das Ding hier nicht. So. Diese Türen oder ähnliche hatten wir in den Vorgängern auch schon irgendwie, glaube ich. This trip has been full of surprises, hasn't it? Is this a multiverse portal generator? Bayonetta, wait, it might be a bad idea to mess with that. Ach Quark, wir sind doch für das Ding hierher gekommen, oder nicht? Also auf. Außer ich kann das hier auch nochmal irgendwie ganz toll zerstören. Nein. Leuchtet zwar nur, aber kann ich nicht zerstören. Das ist in Ordnung. So. Moins. Was noch? Irgendwas? Nein? Okay. Dann gehen wir mal in das Zentrum dieses ominösen Portals. Das wird schon. Too late for regrets now, I'm afraid. Bayonetta! Okay. Separate vacations for now, then. Good luck. Was genug Gag ab die Gaustluft. Okay. Das waren zu viele Gs in einem Wort. You must have been dying for some action too. Was? Beschwörungsfelder. Du kannst Beschwörungsfeldern bis zu 3 Höllendämonen zuweisen, um sie in Kämpfen blitzschnell auszutauschen. Drücke die Steuerungstasten, um einen Höllendämon zu wählen. Tust du dies beim Beschwören, nimmt der neue Höllendämon den Platz des alten ein. Rüste dich auf der Registerkarte Dämonen im Untermenü mit Höllendämon aus. Wähle zuerst ein Feld und anschließend den Höllendämon. Okay. So, das heißt, ich kann jetzt hier auswählen. Ich hätte gerne hier Madama Butterfly. Und mehr habe ich nicht. Ah. Hier. Also ich habe keinen dritten. Okay.
Was nicht, das kann ja noch werden, ne? Aber alles zu seiner Zeit. Juhu! So, jetzt du hier. Hat er nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Insbesondere, weil ich hier so viel Schaden kriege. Wegen diesem mächtigen Baller-Typ hier. So, einer weg. So, warte, warte, warte. Jetzt mal da mal ein Butterfly. Wenn ich jetzt nicht versehentlich noch Ausweichtaste drücke dabei. Okay. Minus 400. Voll wegen Schaden. Ja, ich habe ziemlich viel Schaden gerade gekriegt. Weil ich ziemlich viel nicht ausgewichen bin. Blöderweise. Kannst nichts machen, kannst du machen, gucken zu. So. Sind wir schon da? Sind wir schon da, wo wir hinwollen? Wahrscheinlich müssen wir da hinten hin, wo das große Leuchten ist, ne? It's about time I got moved. Ey, ich lauf doch schon. Ich lauf doch schon so schnell ich kann. Schneller ist nicht. Speedrun Bayonetta. Ach nee, warte. Besser nicht. So skillfrei wie ich spiele, besser nicht. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich glaube, wir sind da. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. In einer U-Bahn, okay. Oh, Straßenbahn. Na toll. Fast wie in Hannover. Irgendwelche Beppos, die einen immer angreifen wollen. Ist so. So, jetzt will ich nur nicht sterben dabei, das wäre schön. Oh. Ich habe gerade gesagt, nicht sterben dabei. Mit dem Nicht-Sterben müssen wir echt nochmal üben. Wow, wow, wow. Hexenwerk verbuggt. Okay. Oh, shit. Ein Iridescent. Das wird mir jetzt auch nicht mehr helfen. Oh shit. Okay. Wow. Okay. Hast du noch wow? Wow. Reite auf einem Drachen. Mammutitisch. Nein, ich reite nicht, eigentlich rutsche ich nur. Und am Ende dann nochmal, nochmal. Wo kommen auf einmal diese Kampfjets her? Der Drache kann tolle Pioretten drehen. Was bist du denn für einer? Ist hier, ne? Ein bisschen wie so ein Godzilla-Kampf. Hey. Okay.
Warte. Er hat und hat einfach nicht genug. Meine Lebensleiste sieht bestimmt auch lustig aus. Ich sehe sie zumindest nicht. Und da kommt jetzt der eigentliche Gegner, ja? Oh je. Ihr habt doch alle Lack gesoffen. Was soll ich denn tun? Ach so. Angreifen, Sprungpresse, ausweichen. Ja, gut. Ich traue mich jetzt mit dem Drachen jetzt immer nicht ZR zu drücken. Weil sonst ist ja immer mit Drache ZR kein Drachen mehr. Wie verdrehst du bitte die Gebäude? Ich frage für einen Freund. Surferdrache? Okay. Aua. Irgendwas hat mich getroffen. Irgendwer hat da ein Schiff hingestellt. Wer hat denn da eine Brücke hingestellt? Oh, Pfosten. Oh, ich mache schon. Ich bin so fasziniert von dem, was alles passiert, dass ich dann gar nicht mehr drauf reagieren kann, was eigentlich passiert. Was passiert? Nein, er hat den Drachen gekillt. Wir haben keinen Drachen mehr. Aber Drache. Chaos Gear. Greedy little thing. Perhaps it's time for a crash diet. Alternatives Universum Nummer 35, 65, 139, 70. Ah ja. Was ist das hier? Shibuya, ja? Ihr mit euren primitiven Waffen. Spielt Battlefield. HQ, Settekista. Kyori 50. Taishou wa Hokutou ni mukatte idouchu. Okure. こちら本部了解した。作戦を開始せよ。了解。打撃を撃て。対戦者包囲を撃て。HQ、対象は無傷。効果は見られない。理解し、効果は見られない。 So ein Herz reinballern. Does anyone mind if I cut in? Wouldn't want to step on anyone's toes. Don't worry, I know this song by heart. Ach du Scheiße, auch noch zwei von denen. Spinnt ihr? Muss ich hier meine riesen Flattermaus hier rausholen? Das ist kein Flattermaus, das ist ja ein Schmetterding. Na komm. Was tut es da? Es macht ganz viel nix. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht so viel passiert. Sie hier wieder, weißt du? Irgendwann muss sie auch können. Wenn sie da halbnackt rumtanzt.
Oh Gott. Tipp, nicht in den Leuchteding rumstehen. Ein Tipp von mir für mich. Ich sollte Spielegeist schreiben. Tipp, nicht im Zeug drin stehen. Einfach keinen Schaden kriegen. Mammut, wie spiele ich 17. Spiel? Einfach nicht sterben. Nur noch was? Ach du Scheiße. So, und jetzt ran auf. Das Ding. Hat ja schon gar keinen Bauch mehr, das Ding. Alles schon auf. Bauchschlussverkauf. Lass ihn det. Ich kümmere mich gerade um den großen hier, Penner. Ist ja okay. Hier, komm. Wie viel hält denn so ein Ding aus, wenn ich einfach nur draufballer? Ich meine, das macht ja grundsätzlich keinen Schaden. Aber auf jeden Fall zu viel. Oder ist es down? Alle beide. Das war's, ich geh dann mal. Oh. Vers 6 gab's keine Medaille. Habe ich Vers 6 überspielt? War ich da? Ich weiß es nicht. Da soll ich jetzt rein. Guten Tag. Kanada in Kanada. Panel Bar Game. Ach, jetzt haben wir auch, ne? Vers 8 haben wir jetzt auch nicht gehabt. Okay. Ich glaube, das hatten wir auch im Vorgänger dann quasi bestimmte Begegnungen einfach umgangen. Oder halt nicht gefunden, je nachdem. Unbewusst. Das ist halt dann so. Oh, nein. Das krieg ich auch Schaden, ich glaub's hackt. So. Wer will noch mal was? Du da hinten? Kannst du kriegen. Okay. Und der vielleicht letzte. Okay. Oder auch nicht. Ein paar Minuspunkte wegen Schaden. Aber trotzdem Goldmünze. So, wo bin ich hier? Was will ich hier? Und wer ist Paul? Was ist das, was hier so ein komisches Geräusch macht? Ein Frosch. Klingt wie so ein kleines Quaken. Ach, da. Okay. Nicht vorgesehen. You're an energetic little thing. Was ist das? Blutstränen Umbras. Diese schaurig schönen Edelsteine sollen angeblich aus dem kristallisierten Blut verfolgter Umbra-Hexen bestehen. Okay. Sie werden von sogenannten Umbra-Hexenvertrauten bewacht. Schwarze Katzen, Krähen und Kröten. In jedem Kapitel kann je eine Katze, Krähe und Kröte gefunden werden. Wer sie alle aufspürt, dem öffnet sich ein neuer Pfad. Und bisher haben wir nur einen gefunden, okay. Noch was? Nee. Wow. Nein. Das ist nicht die Sprungtaste. Das ist die Sprungtaste. Komm, so viel wiegt eine Bayonetta doch nicht. Ist doch ein Fliegengewicht. Was ist das da?
Ah. Getting me confused for them? Must be off your game. Never been more on. Well, all right. Thing is, with all this mess going on, halos are hard to come by. But chaotic economics has its own unique charms. And you'd like me to help you diversify? Sharp as ever, Bayonetta. Gates of Hell. Kann ich jetzt Zeug kaufen? Lollis und so. Welcome to the Gates of Hell. You can expect a fair rate for these now, too. Of course, I'll gladly accept any halos you bring in. Might even have something special for you. Ja, dann zeig mal. So, Rodins Schätze. Gucken wir doch zuerst mal in die Schätze rein. Auf einer hohen Statue. Dann kann ich dann Violas Zimmer ausrüsten. Okay, also kriege ich dann später ein Zimmer. Und diverse Kugeln. Gibt es dann bestimmte Farbschemen? Okay. Zubehör. Leidensblick. Erzürnt Gegner ohne sie zu provozieren. Erhöht nach vollständigem Verbrauch der Zauberkraft deren Regeneration. Zuge des Eroberers verhindert, dass Höllendämonen durch gegnerische Angriffe erzürnt werden. Und ermöglicht die automatische Ausführung von Kombos, Defensivaktionen durch wiederholtes Drücken, negative Auswirkungen auf Kampfbewertung bei Schwierigkeit normal oder höher. Okay. Und was hast du so grundsätzlich? Lutscher. Jede Menge tolle Lutscher. Was ist das? Wie das Testament. Anwender erhält für bestimmte Zeit durch Angriffe auf Gegner mehr Essenzen. Rotglühender Schutz. Wirkt Wiederbelebung bei erschöpfter Lebenskraft. Grundsätzlich nicht verkehrt. Immer mal ein bisschen. Ja, extra Leben ist extra Leben. Und sonst aber ein paar Lollis. Fürs Erste. Besser als nichts, würde ich sagen. Noch ein paar kleine dazu. So. Für den Fall eines Falles, das ist halt echt brenzlig. Was zum... Take special care of my baby. Okay. Ausrüstung ändern. Auf der Registerkarte Ausrüstung. Im Untermenü kannst du Waffen und Zubehör ändern. Eine riesige Keule, in die ein Antimateriegewehr integriert wurde. Diese sperrige Waffe eignet sich für Nahkampfangriffe. Halte B in der Luft gedrückt, um diese Technik aufzuladen und dich noch schneller vorwärts schießen zu lassen. Okay. So, Ausrüstungsmenü. Da. Wo ist der Unterschied? Zubehör ist nicht.
Ich weiß nicht. Das sind meine Dinger, ja. Ach, das ist der Gehprügel. Okay. Warte, irgendwie konnte ich doch hin und her wechseln zwischen den Dingern. Nicht das? Ah, hier. Jo, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wie das dann da unten weitergeht, gucken wir uns an in der nächsten Folge von Bayonetta 3. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.